Ja, hallo Freunde des Waldwerks. Jetzt haben wir Silvester 2017. Vor 2 Tagen habe ich mir noch einen Arsch abgefroren auf einer Rückjagd und heute haben wir 14 Grad. So ist es. Ich habe jetzt hier mit diesem Video, läute ich quasi so den Start ein von ein paar Tests von Rotlichtlampen, von verschiedenen Rotlichtlampen. Das ist also eine ganze Serie, ne? Links und so weiter. Nähere Beschreibung findet ihr immer unten in der Beschreibung. Ich fange ja mal an mit diesem guten Stück. Das ist also die, ich nenne die ja immer No-Name-Lampe. Weil im Prinzip habe ich die vor 5 Jahren gekauft, unter einem Namen X auf eBay. Damals kostet sie noch 89 Euro und die gibt es mittlerweile unverändert unter dem Namen Pellor Outdoor bei Amazon. Kostet mittlerweile nur noch 40 Euro. Und vom Prinzip her ist das eine ganz einfache Rotlichtlampe. Das Wichtige daran ist, ist eine rote LED drin, also ist ein wirklicher roter Emitter. Das ist ganz, ganz wichtig, ne, damit ihr auch eine gute Reichweite habt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch die richtige Frequenz trefft, damit die Tiere und das Wild nicht Reis ausnehmen sozusagen, also nicht mehr als möglich. Und vom Aufbau her ist die also ganz einfach. Die kann unglaublich viel an, aus, ne? Und das war's. Die kann also nicht fokussieren, gar nichts. Und ich habe mit der jahrelang gejagt, also alle Videos, die ich bis jetzt gedreht habe, die habe ich mit der gemacht. Und Reichweite ist gut, also bis 100 Meter ist es gar kein Problem. Bis 150 Meter erkennt ihr also auch mit dem Fernglas zusammen noch relativ gut und relativ viel. Es wird sehr oft kritisiert, dass die ja so laut ist beim Ein- und Ausschalten. Stimmt eigentlich auch, aber man weiß sich ja zu helfen. Ne? Das Beste ist einschalten, dann dreht er sehr auf, bis er ausgeht. Ne? Und dann, wenn er schauen wollt und es wild kommt, dreht er es halt ganz leise wieder an. So, ja, bis es kommt. So. Quasi habt ihr eine kleine klassische Maclight draus gemacht. Und die Lampe funktioniert gut. Ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Die ist relativ robust, die ist stabil. Die ist mir auch nicht kaputt gegangen. Sie ist mir mehrmals runtergefallen, wie man es sehen kann. Und mit der fahrt ihr, also wenn ihr anfangen wollt, ganz gut. Die kann nämlich nicht dimmen, gar nichts. Da müsst ihr mit den Techniken halt ein bisschen anders arbeiten. Da müsst ihr von oben reinschwenken, etc. etc. Aber ich kann über die Lampe nichts Schlechtes sagen. Ist für das Preis-Leistungs-Verhältnis auch in Ordnung. Licht habt ihr so ungefähr für 3 Stunden. Es wird allerdings nach 1,5 Stunden wird's ein bisschen schwächer, dass ihr da euch ruhig noch ein paar Reserveakkus mitnehmen solltet. Da kommen also die ganz normalen 18650 rein. Ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich. Und das war's. Also, sehr gutes Einsteigermodell. Ne? Also wenn ihr diesen Formfaktor, also so wie sie aussieht, findet, gibt es in Rot und in Grün. Ich nutze ja nur in Rot. Kann ich also nur empfehlen. Näheres, wie gesagt, in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen habt, gern Daumen hoch, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Weidmannsheil.